Genia-Ware und Fischigel, der Fischadler. Liebe Leute, Scaleform, Game Embryo, Speedfree und PhysX von Nvidia präsentieren uns jetzt hier ein neues Spiel. Hooray! Lots of Football, meine Lieben, herzlich willkommen, euer Van Bergen hier am Mikrofon. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wir brauchen mal ein bisschen Spaß hier auf der Seite. Ein bisschen Funny Gaming. Deswegen, Lots of Football, ein Spiel, das ewigkeitenlang in der Entwicklung stand und nun endlich da ist. Es ist so eine Mischung aus Sims und Fußballsimulation. Ich möchte mal sagen, es erinnert mich so ein wenig an Anstoß. Also, wer das vielleicht kennt, so Ende der 90er Jahre gab es so eine Anstoßreihe. Es war eine sehr, sehr geile Fußballsimulation, die es dann doch ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Während wir im Fußballmanager 13 und auch im FIFA häufig immer sehr, sehr ernst spielen und alles immer ziemlich bitter nehmen, wird es hier, ganz im Gegenteil, ziemlich lustig. Ich freue mich auf Liebschaften mit meinen Spielern. Also jetzt nicht ich, sondern ich freue mich auf die Liebschaften meiner Spieler, etc. Aber bevor wir starten können, würde ich ganz gerne so viele Namen aus der Community wie möglich verwenden. Wo gehen wir denn hin? Ja, eigentlich bin ich ja im Norden. Ich würde ganz gerne was Nordisches nehmen. Ich habe ja zwar Hamburg im FM 13. Wäre dann hier in der zweiten Liga natürlich interessant. Welche Mannschaft? Das ist so die erste Sache, die werde ich mal wahrscheinlich so ein bisschen selber entscheiden müssen. Wen haben wir denn hier so? Augsburg Tigers haben wir hier, Kaiserslautern Devils, sehr geil, Regensburg Reds, ja, in den Süden eigentlich nicht. Man könnte ja auch in die Hauptstadt gehen. Hier, Berlin Bulls wäre doch sehr geil, würde ich sagen. Wen haben wir denn noch so hier? Our Highlanders, sehr geil. Ja gut, ich denke mal, Berlin wird's werden, wir gehen in die Hauptstadt, machen die Hauptstadt unsicher, machen so einen richtigen, ich würde mal sagen, so einen Berlin-Hollywood-Verein draus. Und ja, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass sich so viele, ja, Zuschauer wie möglich melden, dessen Namen ich verwenden kann. Einfach hier rein in die Kommentare, meine Lieben, haut's rein, ich übernehme dann noch heute, also wer zuerst kommt, der mal zuerst, übernehme ich so viele Namen wie möglich, pack sie ins Let's Play und wir spielen dann mit denjenigen. Sicherlich wird man auch noch hier und da Spieler dazu kaufen und wir werden auch wieder Spielernamen verwenden. Das wäre mir ganz wichtig, wenn wir das schon so funny-like aufziehen, dann natürlich mit euren Namen. Also, einfach reinhauen in die Kommentare, seid nicht böse, wenn ihr es nicht werdet. Wie gesagt, ich habe ja bloß knapp 25 Leute oder so in so einem Kader. Mehr geht nicht, aber zumindest mal das Who is Who der Community kommt rein auf jeden Fall. Also, meine Lieben, haut bitte in die Kommentare und dann legen wir los mit Lords of Football. Es wird auf jeden Fall spaßig. Ich werde es nicht ganz so ernst nehmen wie den FM 13, ganz klar. Hier geht es dann wirklich mehr oder weniger um den Spaß, um die Lustigkeit. Kennt keine Grenzen. So, meine Lieben, also, los geht's, haut's rein in die Kommentare, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge mit der Mannschaftsgründung und dann werden wir mal so ein bisschen Tutorial-like durch die verschiedenen Menüs navigieren, ganz gemütlich, ganz spaßig und bis gleich, euer Van Bergen, ciao!